und auf Ehrenbasis rein. Danke an alle da draußen, die mich hier supporten und teilen. Baller meine Worte in Lines, Creative Code für den Ripe, ey Crimex OG. Hey Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger? Herzlich willkommen zurück zu GTA RP und heute müssen wir auf unseren kleinen Bruder schon wieder aufpassen, weil unsere Eltern einfach schon wieder unterwegs sind. Wo ist der Schatz? Digga, ich halte das nicht mehr aus. Wo ist der Schatz? Paul Berger, was laberst du da schon wieder? Was für ein Schatz suchst du denn? Ich suche einen Schatz. Wo ist ein Schatz? Digga, der ist schon wieder komplett durchgedreht. Guck mal, der hat hier die Scheiben schon wieder beschädigt. Lass mal einen Schatz suchen. Wo willst du jetzt einen Schatz suchen? Im Wald oder so. Bitte, lass einen Schatz suchen. Ich will einen Schatz finden. Der Junge hat schon wieder zu viel Filme geschaut, ey. Bitte. Ich will reich werden wie du. Ich will finden Geld. Ja, ist okay. Und wo willst du da hingehen, um den Schatz zu suchen? In den Wald. In den Wald. Okay, komm. Yeah. Ja, dann komm mit. Wisst ihr was? Soll mir recht sein, dann hat der kleine Paul Berger Beschäftigung. So. Okay, dann lass aber den Rolls Royce nehmen, weil mit dem Lambo bretter ich nicht im Wald rum, Digga. Ja, okay. Okay. Ja, dann sag mich, mal. Danke. Dann sag ja, mal, wo willst du hin? Ich hab gehört, in den Gebirgen, der Gebirgen war mal ein Pirat. Okay. Ja. Gut, dann. Da hat der Schatz drüber versteckt, weil da früher Wasser war und jetzt ist Wasser weg. Okay. Kurz. Ja, fahr einfach dahin. Du musst ein bisschen schneller fahren, nicht, dass die andere Schätze klauen. Hä, wie? Als ob jetzt hier jeder auf Schatzsuche ist. Ich hab Fernsehen geschaut, die haben gesagt, in Los Santos wurden die Piratenschätze wieder entdeckt und die können überall versteckt sein. Und wenn die das im Fernsehen sagen, dann muss das natürlich stimmen. Das war seriös. Aha, das war okay. Mit Nachrichten und BBC. Wo lief das auf RTL 2 oder was? Live Invader, alles an. Okay, ja. Ich sage euch, Leute, der Junge, der Paul Berger hat schon wieder nur Scheiße im Kopf. Aber von mir aus, wie gesagt, soll mir recht sein. Ich muss heute eh babysitten, auf den Idioten aufpassen. Schauen wir einfach mal. So, also hier, wo du markiert hast, soll der Schatz sein. Ja. Okay, da bin ich ja mal gespannt. Gehen. Ja, gut, okay. Ein Schatz muss man noch finden. Hast du auch Metalldetektor? Nein. Digga, wo ist denn hier ein Schatz? Hier ist nur ein Obststand. Hier, ich will Obst laden. Hallo, kann ich einen Apfel essen? Digga, der Junge will mich doch schon wieder verarschen. Kannst du mir einen Apfel kaufen? Nein, ey, Digga, wie soll ein Schatz sein? Was redest du? Wo soll denn hier ein Schatz sein? Hier ist nur ein Apfelstand. Ich nehme jetzt einen Digga, Apfel. Digga, ich raste hier aus, ey. Ich habe ein Sandwich gefunden. Hey, du kannst doch nicht einfach von den Leuten alles klauen. Da hat ein Sandwich, ist auch eins? Nein, steig jetzt ein. Alter, wir sind schon richtig, wir können von hier, park dein Auto und laufen. Ja, komm, willst du wirklich kein Sandwich, dann ess ich selber. Nee, ess selbst dein schlimmes Sandwich. Hä? Und hier soll jetzt ein Schatz sein? Ja, komm, Achtung, auf andere Straße. Oh, okay. Der dreht schon wieder komplett. Max, kannst du eine Taschenlampe in die Hand nehmen? Oh, ich weiß, es ist hell, aber ich will trotzdem suchen. Ja, okay, ich habe eine Taschenlampe in der Hand. Ja, kein okay, Problem. Komm mit. Also, hier könnte das... Komm mal, wir müssen... Also, ich sehe hier einfach nur Fluss. Ich weiß nicht, wo hier ein Schatz ist. Siehst du die Rehe? Ich mach Geräusche. Da sind keine Rehe mehr. Ey, du bist ein Jäger. Ja. Warte, lass mich mal hier... Mhm. Okay, wir müssen hier lang. Ey, der hier Kleine lang, hat so eine Macke, ne? Der hier hat so lang. Eine Macke. Ja, okay. Mach schneller! Hier soll's schon gehen. Schneller, oben auf dem Berg ist ein Schatz, oder was? Ey, warte, da oben ist doch so ein Felsspalt. Ja. So, geh mal, da gehen wir hin. Okay, ja gut, dann lass mal da hingehen. Oh, guck mal, wie und schön. Und wir werden da jetzt nicht reich und finden Gold oder sowas. Ey. Wenn wir da kein Gold finden, dann erzähle ich Mama und Papa, dass du schon wieder nur Scheiße gebaut hast. Nein. Ja, gut. Ich sag Mama, dass du mich hier nicht spielen lassen willst. Hey, sag doch, ich bin der große Bruder, mir wird doch sowieso alles geglaubt. Boah, was ist das? Ja, lass mal da in den Felsspalt rein, das sieht ja echt krass aus. Ich hab doch gesagt. Ja, das heißt aber noch lange nicht, dass da ein Schatz ist. Oh mein Gott. Lol. Alter. Oha. Okay, nimm deine Taschenlampe raus. Vielleicht hast du recht. Oha. Lass mal gucken. Oh, oh mein Gott. Hä? Oh mein Gott. Max, ich hab Angst. Oh mein Was Gott. Ist das denn oh für ein Gott. Tor hier? Oh mein Gott. Und warum fliegen hier diese Holzsplitter so rum? Ah, die sind mir ins Gesicht geflogen. Hey, pass auf, Paul Berger. Hä, hey, sollen wir da mal reingehen in das Tor? Das sieht ja richtig krank aus. Lass mal hier reingehen. Oh mein Gott. Hä? Oh. Oha! Wer ist das denn? Nein, hallo? Lass mich in Ruhe. Hä? Was ist mit dem los? Mich in hallo? Ruhe. Hey, Donner! Ah, hey. Die Killer-Clowns sind hier! Nein, die Killer-Clowns sind hier! Hallo! Wir sind nicht Killer-Clowns, wir sind iCrimex und Paul Berger.
Hallo? Stani, Digga, Stani, bist du das? Ja, ich bin. Digga, was, Stani, was machst du denn hier in diesem Bunker, hä? Hey, Max? Und was faselst du hier von Killer Clowns? Ah? Killer Clowns sind draußen. Hä, nein, Bro, draußen bleibt ist alles hier, gut. Doch, ich hab mich hier versteckt, wie habt ihr mich gefunden? Max, ist das Onkel Stanislav? Das ist Onkel Stanislav, ja? Hä, Digga, mein kleiner Bruder, der wollte hier auf Schatzsuche gehen, haben wir dich gefunden. Ey, es waren da Clowns überall. Nein, hä, draußen ist alles ganz normal. Doch. Es gibt keine Killer Clowns, was faselst du? Clowns, überall Clowns, Leute, die haben mich angegriffen. Nein, Bro, alles ist gut. Und wie, du hast hier jetzt extra wegen den Killer-Clowns hier so einen Bunker gebaut in den Berg rein? Was hat das denn gekostet hier? Will. Mann, das war richtig teuer gewesen. Ja, das sieht auch schon, Digga, Belüftungsanlage und so hier alles, das ist ja bombensicher hier. Digga, die Clowns sollen kommen, Alter, ich kämpf gegen die. Jetzt beruhigt mal draußen, es gibt keine... Lol, du hast sogar... Schatz gefunden. Lol, das sind seine ganzen, das sind die ganzen Crater-Code-Einnahmen von Stani hier. Digga, der hat sich ja hier richtig eingestellt. Lass das in Ruhe. Ja, ich hab den Schatz gefunden. Ey, lass die Schätze von Onkel Stani in Ruhe. Paul Berger. Ja, aber ey, Bro, also Stani, du kannst wirklich rauskommen. Es ist alles gut da draußen. Gibt's keine Killer-Clowns mehr? Nein, es gibt Killer-Clowns, die wurden Alter. Alle ausgerottet schon lange. Wenn ich sage, es gibt Killer... Hinter dir, Max! Was hinter mir, hä? Oha, beruhig dich. Ihr darf niemals dreimal hintereinander Killer-Clown sagen. Warum? Was passiert dann? Ich will's nicht sagen. Wie kommen die dann wieder, oder? Ey, hör auf, hier alles voll zu stinken, Digga. Der dreht ja komplett durch. Der war zu lange nicht mehr unter Menschen. Sag niemals dreimal hintereinander Killer Clown! Ja, warum? Was passiert denn dann? Hä? Ja, gut, okay. Ey, aber Bro, wir nehmen den mal mit zu uns, Digga. Der sieht echt nicht gesund aus hier. Ey, ich will aber bisschen... Ich will aber... Was ist los, Paul Berger? Aber... Was sind Killer Clowns? Killer Clowns, das sind irgendwelche Clowns, die wohl andere Leute killen wollen oder so. Killer Clowns! Nein, ey, Paul Berger! Oh mein Gott, ihr seid so verrückt, Mann! Er hat es dreimal hintereinander gesagt. Oh mein Gott, Paul Berger, du Idiot. Hörst du, was du schon wieder für eine Scheiße gebaut? Warte, wir müssen. Stani, du kennst dich auch nicht aus mit den Killer Clowns. Was passiert denn jetzt? Killer Clown! Hey, wo kommt der denn her jetzt? Digga, Ey, Digga, das hast du wieder super gemacht, Paul Berger, Max, warum nimm machst du das? Nimm den Feuerlöscher! Paul, wie kommen die denn jetzt auf einmal? Digga, der Feuerlöscher bringt nichts. Wo kommen die auf einmal her? Ey, Stani, du musst sagen, wie man die wieder aufhalten kann. Gar nicht, ich weiß selber nicht, Mann, ich verstecke mich vor denen. Die kommen! Nein. Ey, Jungs, lass zu mir ins Haus. Lass schnell zu mir ins Haus abhauen. Raus hier. Super. Ja, sorry, Digga. Der hat schon wieder nur Scheiße gebaut. Der hier ist Clown-Auto. Wie? Oh mein Gott. Komm, lass den Clown. Das ist so krank. Stani, fahr du. Oh mein Gott. Die kommen. Oh mein Gott. Hau hier ab. Digga, das ist zu krank. Onkel Stanislav, wie fährst du? Wir haben besoffen. Ey, das Ding ist, die wollen jetzt meinen kleinen Bruder holen, weil der die gerufen hat. Ja, Pech. Ich hab doch gesagt, mach keine Scheiße. Oder wir opfern meinen kleinen Bruder und wir haben dann unseren Frieden. Ja, lass ihn opfern. Nee, das kann ich nicht machen. Dann krieg ich von meinen Eltern auf den Deckel. Fahr erstmal zu mir nach Hause. Was ist mit dem Bentley? Ich würde sagen, scheiß aufs Auto. Da ist einer, ich hab ihn gefahren. Ja, sehr gut. Fahr erstmal zu uns, dann überlegen wir uns, was wir die loswerden. Wie fährst du denn, Junge? Bro, die sind doch überall. Die rammen mich doch weg. Da ist einer! Ich überfall ihn! Oh mein Gott! Habt ihr das gesehen? Ja. Hä? Oh mein Gott, Alter, ist auf einmal voll nebelig hier geworden. Oh, ich hab Angst. Die sabotieren mich. Wo müssen wir lang, Max? Jetzt hier hoch, die Dinge links hoch. Links hoch, die Straße hoch. Dann einfach nur geradeaus zu unserem Haus. Hilfe, Digga, Hilfe. Hä, die haben mein Auto! Die haben mein Auto! Alter, nein. Oh mein Gott! Die haben mein Auto geklaut, die verfolgen uns. Warte, ich werd rausschießen. Verpisst euch von mir! Lass meinen kleinen Bruder in Ruhe, kriegt mich meinen kleinen Bruder! Ach, Digga, wie fährt. Digga, Stani, du kannst ja nicht mal gerade ausfahren. Schieß auf mich, Bro! Oh mein Gott, die drehen hier komplett durch. Die sind richtig schnell in den Rolls Royce. Max, gib mir auch eine Pistole. Schieß doch mal auf die, Max. Nein, du kriegst keine Pistole. Du bist Max, ich hab jetzt eine Pistole genommen. Ey, die verfolgen uns mal. Gib Gummi, Junge, gib Gummi! Bro, das Clown-Auto ist voll scheiße. Vor uns ist einer! Digga. Wo kommen die denn auf einmal immer her? Das ist ja anders krank. Wie, und du hast damals die Killer-Clowns aufgehalten und jetzt sind die wieder gekommen, nur weil der Scheiße wieder macht. Nein, die sind die ganze Zeit schon da. Ach. Okay, fahr schnell hier rein, wir machen Tor zu. Schnell da rein und Tor zu. Ich schieße auf die. Hey, Max, du hast mir nur eine Leuchtpistole gegeben. Okay. Raus hier, Jungs. Okay, jetzt. Okay, Jungs, kommt hoch. Lass gucken, ob die kommen.
Bewaffnet euch, rüstet euch aus. Okay, oh mein Gott. Habt ihr das gehört? Da ist was explodiert. Alter! Oh mein Gott! Die sind bei mir in der Einfahrt! Wie konnten die hier reinkommen? Die jagen hier draußen alles hoch. Max, ich hab dein Rolls-Royce zurückgebracht. Nein, lass meinen Rolls-Royce in Ruhe. Gott. Alter, ey, die schießen RPGs aufs Haus. Ey! Verpisst euch von mir! Ruf die Polizei, ruf die Polizei, ruf die Polizei. Aber als erstes rein hier, rein hier, rein hier. Wir gehen in meinen Bombenschutzkeller. Schnell in den geheimen Bunker. Geht in meinen Bunker rein. Geht in meinen Bunker rein. Oh mein Gott, unten. Ich komme. Oh mein Gott. Shani, wo bist du? Ich komme. Komm, ey, die sind im Haus, die sind im Haus. Schieß auf ihn. Shani, komm jetzt rein, Komm hier rein, Bro. Kann ich rein, Bruder? Okay, mach die Tür zu, Ich hab Feuer gelegt, Feuer gelegt. Alter, ihr müsst erst was überlegen. Warte mal, hier sind die Überwachungskameras, hier können wir gucken. Oh mein Gott, ich bin da draußen durch Sirene, richtig Session Meshen, Alter. Ich versteck mich hier. Lass hier ausrüsten, hier sind Waffen, die Stars, Vorräte. Wir können hier ein bisschen aushalten, aber nicht allzu lange. Schöner Keller. Wir machen den auf. Nein. Ich hol die Bombe. Die wollen reinkommen, Nein. Okay, warte. Da ist einer! Oh nein, nein, wie kommen die hier rein? Ach du Scheiße. Ja, was wollt ihr? Wir wollen den Paulberger, der hat uns gerufen. Ey, nein, ey, Jungs, komm, schieß. Oh, Alter. Ey, ihr kriegt niemals meinen Bruder. Bro, wie kann man die denn aufhalten? Man kann sie nicht aufhalten. Oh mein Gott, lass meinen Bruder in Ruhe. Downmäßig mitkommen. Nein. Hey, wo ist mein Bruder hin? Ich hab's gesagt. Niemals wieder haben willst. Ja. Dann komm spielen. Oh mein Gott, Stani, Digga, hast du das gehört? Ich hab's dir gesagt. Du hast nur Scheiße gebaut mit dem Bruder. Digga, der Idiot, der macht nur Scheiße. Was meinst du, warum ich mich versteckt hab? Ey, Leute, was sollen wir denn jetzt machen? Die haben meinen kleinen Bruder mitgenommen. Ich weiß, die haben den auf einmal unsichtbar gemacht. Ich weiß nicht mal, was wir dagegen machen können. Alter, Leute, was sollen wir machen? Oh mein Gott, Leute, schreibt es mal in die Kommentare. Wie denkt ihr, können wir meinen kleinen Bruder befreien? Ich würde sagen, das soll es gewesen sein. Lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir meinen kleinen Bruder von den Killer-Clowns holen, Leute. Und dann würde ich sagen, checkt die uns aus. Und bis dahin, haut rein, Leute. Euer Crimex.